Dieser Film ist dem Konstruktivisten Sergei M. Tretjakow und seiner Idee von der Biografie des Links gewidmet. Er erscheint passend zu Tretjakows 100. Todestag. Der ist allerdings noch ein paar Jahre hin. Becker-Billett ist deshalb seiner Zeit um einiges voraus. Er kommt genau genommen ungefähr 48 Jahre zu früh. Die Biografie des Dings. So hat Tretjakow seine Idee genannt. Wie auf einem Fließband. Die Lebensgeschichte eines Dinges zu verfolgen, um über die Welt der Menschen zu erzählen. Das hier also ist das Butterrollenlager. Haben Sie immer diese Farben für alle Sorten, die Sie herstellen? Ja, immer diese 8 Grundfarben. Kommt das Papier auch immer in dieser Größe? Ja, immer. Dies ist ein Spezialkarton, der extra für uns hergestellt wird. Warum Spezialkarton? Damit den nicht jeder hat. Außerdem muss er stofffrei sein. Könnte man aber doch kopieren. Obwohl, dann glänzt es. Ja, man sieht es. Vor allem, man fühlt es. Sie wissen irgendwann, wie er sich reißt. Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Hauptsächlich stellen Sie doch diese ganz normalen 3 cm breiten Eintrittskarten her. Das ist doch Ihr Grundformat, oder? Nein. Es gibt alle möglichen Breiten. Aber es gibt doch trotzdem gängige Grundformate. Ja, könnte man so sagen. So 4 bis 5 werden am häufigsten hergestellt. Also doch noch so 4, 5 Formate außer diesem hier? Ja, in der Regel. Bis auf Sonderwünsche. Sagen wir 5 Formate mal 8 Farben. Also gibt es allein schon bei den Rottickets 40 Sorten. Jetzt trennt er. Die Mutterrolle, die er gerade geschnitten hat? Ja. Das sind übrig gebliebene Rohbillets. Eine ganze Menge Sorten, nicht? Ja. Wenn mal schnell eine Bestellung kommt, zum Beispiel, dann greift man darauf zurück. Irgendwann braucht man die mal wieder. Ich denke, Rohbillets wären die ganz blanken, in den Grundfarben. Ja gut, rein fachlich gesehen. Aber solange die noch nicht bedruckt sind, mit Schrift, also von mir aus Chibo, Mitarbeiteressen, sind das für uns noch Rohbillets. Da kann ja noch alles Mögliche draus werden.